Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde zu Tyranny. Ja, wir sind das letzte Mal hier in den tollen Altmauern des Klinggrabs stehen geblieben im Westflügel. Und da haben uns wieder böse mit Geistern rumgekämpft. Right. Was langsam zur Gewohnheit, zur ziemlich nervigen Gewohnheit wird. Deswegen sehen wir uns ganz vorsichtig hier um, weil Lyra und Beric sind schon wieder mal ordentlich angeschlagen. Hier liegt Schutt im Weg. Aber in diesem Schutt ist was versteckt. Händler am Schienen. Die niemandem was bringen, er kann sie nicht mal anziehen, also kommen sie erst mal weg. Each time the sea floods a harbor, another is cleared for landing. Oh. Sorry, can't. Ja, da drüben kommen wir nicht so rein. Wir brauchen jemanden, der hier zurückbleibt. Wo ist Lyra? No dice. Will do. Aber gegen das eine explodierende Phantom kommen wir auch so an. So much for going back that way. Das ist das Gute an einem Gruppenspiel. So, wir bringen das schnell hinter uns, indem wir es einfach mit ordentlich Frost bombardieren. That one rattled me hard. Right. Fall before me. So. On it. Du siehst eine abgenutzte, verblichene Rune, die in der Wand eingelassen ist. Im Moment kannst du mögliche Ziffern. Okay, wieder ein Landfee-Talent. Und wir haben einen Stein der Erleuchtung. Oder die Steine der Erleuchtung für Hieronymus. Will do. Okay, das war dann wohl der zweite Stein der Erleuchtung. Wenn wir um die yes. zwei brauchen. Time to lighten my step. Aktivieren wir die Falle? Nein, bis jetzt noch nicht. Erstmal in Ruhe umsehen, welche Fallen wir hier aktivieren können. You see what I see? Jo, da haben wir was aktiviert. A new dent. Gut. Oh, du bist nicht schockresistent. Dann schocken wir dich mal und klatschen dir einen Stein ins Gesicht. Will do. Bleed out, you little shit. So, du machst mal. Die Regeneration auf Beric. On it. It's a hit. Und heizt mal Lyra. Too easy. Und die wird uns einfach mal Zauber. So. Do we get breaks in this gang or what? Oh, hier können wir verschiedene Fackelsteine benutzen. Um den Weg darüber aufzumachen, wahrscheinlich. Lustig, dass die roten Geisterfallen nichts wollen zurzeit.
Der Kristall dieser Leuchtsäure regiert offenbar auf Fackelschlüssel, die in den Altmauern gefunden wurden. Das war der falsche. Send them at me in waves. Der hat die Geisterfalle aktiviert. Okay. It's a hit. That one grabbed me. I'll tear your skeleton out by your ass. Nicht so schön. Dass wir jetzt Sorry, can't. Verschiedene Möglichkeiten haben. That's how it's fucking done. Ihr habt immer noch nur 3 Wunden, hoffe ich mal, ja. Also, der war's nicht. Nope. Der scheint's zu sein. Gut, jetzt können wir hier hoch. Den da haben wir noch gar nicht aktivieren können. Dann gucken wir mal, wie es hier aussieht. Falsche Taste, das ist safe. Gut. Ja, das war auch der. Also ist, wenn ich gelb verwende, dann lasse ich die Gegner frei. Oh, bist du eine Heimtücke? Heads up, we have. Eine Heimtücke ist nicht so schön. Raven Ash protects. Gar nicht schöne Heimtücke. Und die macht einen bösen Schaden bei Lyra. Beric ist verkeilt, okay. Beric, versuch du mal die Heimtücke zu versteinern. Während wir weiter auf sie draufhalten. So. Au. Jetzt hat die Heimtücke auf mich abgesehen. Wie unnett. Bleed out, you little shit. Kriegen wir sie noch tot, bevor ich sterbe? Epp, sei mal so freundlich und heil mich. Das war zu spät. Jetzt habe ich eine Wunde. Jo. Lyra und Beric haben auch jeweils eine mehr einkassiert. Will do. Habe ich das einfach hochlatschen sollte? Ist jetzt wieder die andere Sache. Send me your champion! Na gut, geht noch gerade so. That one ran me hard. Beric, hau mal ordentlich auf die Plage drauf. On it. You got it. Du versuch mal, den Haupt zu versteinern.
Ja, hat sogar geklappt. Kurzzeitig. Right. So, Explosion. Will ich wissen, ob da nicht auch gleich wieder was rausgekrochen kommt. 5 und 4. Looks like the keystone we got from the sage. Jo, wir haben noch einen Keystone. Und hier eine Heimtücke. Warum auch nicht? You got it. Another star? Fine. Au, Lyra. Oh, someone stitch me up. Lyra fällt uns gleich wieder um. Das ist nicht so gut. I will aid you. Are you afraid of death? Oh, got dark all of a sudden. Okay, Beric heilen. I got it. Nochmal Beric heilen. Am besten Beric über Zeit heilen. Oder am besten... hoch in den Himmel. Da will ich gleich rasten müssen. Das hat jetzt nicht viel gebracht, aber es hat was gebracht. Jedenfalls. I will aid you. A new tent. Guns going down. On it. Okay. Wir versuchen es mal GZ mit Flucht. Will do. Flucht hilft nichts. Okay. Nope, sorry. Will do. Es ist aber schwer verletzt, also könnten wir noch was ausrichten. Was zur Hölle? Jetzt ist es dem Tode nah. Mal sehen, ob wir es tot kriegen noch. Indem wir es ordentlich beballern. On it. By your command. Und Blitzdingsen. Will do. Ein Herzschuss. Nope, sorry. Will do. Und puh. Das war schmerzhaft. Ja, noch. Wird noch 10 Wunden, wird noch ja. Einmal rasten, bitte. Uff. Gut, so viel dazu. Interessante Rune. Dieses eingerastene Relief ist zwar schwer beschädigt, soll aber ganz offensichtlich ein Runensymbol zeigen, das dem ähnelt, welches du in der Himmelfahrtshalle gesehen hast. Ja, pausen wir mal ab. Indem du mit Kohle über Pergament treibst, erhältst du einen verschwommenen, aber richtig proportionierten Abdruck des uralten Reliefs.
So, das wäre dann der zweite Teil. Grundstein. Wow. Ein lilaner Wurfspeer und eine lilane Brustplatte. Wurfwaffe exquisit. Hat mehr Erholung. Mehr Rüstungsdurchdringung, mehr Schaden. Ist aber weniger genau.